Hallo und recht herzlich willkommen zurück bei Devil May Cry. Wir befinden uns immer noch in der 10. Mission und jetzt geht's natürlich nahtlos weiter. Ich bin mal gespannt, wann wir jetzt mal wirklich auf den Dämonenkönig treffen. Wahrscheinlich gleich. Sonst wären die Dinger hier nicht. Na gut, okay. Ja, da vorne ist er auch schon. Oh yeah. I'm feeling it. Well, well. O king of stench and filth. I'm impressed. Those are two of the most badass women in the world. And I only know one other guy who can defeat him. Jackpot. Dante. Oh nein, nicht schon wieder er. Ey, den muss ich jetzt zum dritten Mal besiegen. Ich fass es nicht. You shall regret your existence. Nein, falsche Waffe. Oh, ich krieg halt nur auf den Sack bei dem. Das kann doch nicht sein. Nein, jetzt hat er mich schon wieder. Ich krieg jetzt voll wieder die Packung ab. Ich sehe schon. Muss ich ihn eigentlich wieder besiegen oder ist das wieder so, dass ich das nicht schaffen kann? Aber ich glaube, der verliert gar keine Energie. Egal, was ich mache. Ich meine, Dante hat ja sowieso im Prolog verloren. Wie ich es mir gedacht habe, die Mission ist jetzt vorbei. Das ist nämlich das, was wir im Prolog gesehen hatten, wo Dante gescheitert war und Nero aufgetaucht ist. Rang B und eine Trophäe, das ist noch nicht das Ende. Okay, ja, dann könnten wir theoretisch auch gleich die nächste Mission starten. Es war natürlich vom Gameplay her wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, mit Dante zurechtzukommen, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich noch nicht so oft mit ihm gespielt hatte. Aber auch egal. Das kriegen wir auch noch hin und wir starten jetzt auch mal die nächste Mission. Our last hope, Nero, was completely useless. Hey, get Nero out of here! This is a bad move! Nero, go! You're just dead weight! Bastard called me deadweight! I didn't come all this way for nothing! This is power.
The Devil Sword Sparta no longer serves a purpose. I have plans for the both of you. You will exist to give me strength. How fortunate to serve such divine purpose. All right, enough's enough. Can't let a boy do a man's job. Hey, wait. I'm not done talking yet. Okay, you get some rest. By the way, I guess I owe you one. Legendäre verfluchte Klinge, Teufelsschwert Sparda, das Teufelsschwert Sparda, mit dem der Dämonenkönig Mundus versiegelt wurde. So, wir können Mission 11 spielen und wir könnten uns wahrscheinlich auch wieder was holen, aber ich sehe schon allein an den Punkten, es wird nicht ausreichen, also können wir die nächste Mission auch getrost einfach mal so starten. Aha, aha, wir spielen also weiter mit Dante. Na, ist ja toll. Kann ich mich gleich mal ein wenig mehr an diese neuen Fähigkeiten gewöhnen? Mal schauen, was uns jetzt in dieser Mission erwarten wird. Sieht eigentlich relativ cool aus, was Dante da auf den Schultern hat. Looks like I overslept. Time for a warm-up. Und da vorne hätten wir auch die ersten Dämonen. Also das Teufelsschwert von Sparda, das haut schon mal richtig gut rein. Das gefällt mir schon mal vom Style. Und was mir hier gar nicht gefällt, sind die Typen. Die verkloppe ich erstmal mit den Handschuhen. Dich hätte ich erstmal weggehauen. Von hinten aufgeschlitzt. Also rein von der Optik macht das Schwert echt was her. Sieht schon mal echt cool aus. Wir haben jetzt auch nur noch dieses Schwert. Wir haben gar nicht mehr Rebellion. Glaube ich jedenfalls. Ich bin mir nicht sicher, aber... Na, mal abwarten. Oh, was haben wir denn hier? Ein paar nette Ruinen. Aber sind wir hier nicht schon mit V gewesen? Oder täusche ich mich? Na mal schauen, vielleicht kommen wir noch an den Schauplatz. Aber eigentlich waren wir ja immer mit den unterschiedlichsten Charakteren an verschiedenen Orten. Wo ist denn jetzt der Weg? Ach da! Hm, da können wir wieder was zerstören. Und zwar ein so ein Arm. Okay, dann kommen wir da auf jeden Fall erstmal weiter. Wo ist das denn? Ach so, hier. Oder gibt es hier noch einen anderen Weg? Nee, definitiv nicht. Rote Kugeln nehmen wir immer gerne mit. Treffen wir wieder auf Gegner? Jawoll. Na, wartet mal. Für euch hole ich mal ganz speziell die Handschuhe raus und dann pumpe ich euch mal weg. Kann
Kann ich die gar nicht so hochschlagen, wie ich das immer gerne mit Nero mache? Doch, das geht. So, für dich haben wir die Handschuhe. Abwechslung muss sein. Aber das war's noch nicht. Oh, mein schöner Stilrang. Mensch, warum tauchen denn die Gegner... Oh, verdammte Scheiße. Warum tauchen denn die Gegner immer so spät auf? Jungs, wollt ihr mal mich im Teufelsmodus sehen? Oh, hier ist noch ein Chaos am Start. Wo ist denn jetzt das Chaos? Habe ich ja schon fertig gemacht? Kann ich mir beim besten Willen gar nicht vorstellen. Habe ich es echt schon fertig gemacht? Das ist ja geil. Manchmal wechselt Dante auch die Waffen irgendwie von alleine. Kommt mir jedenfalls so vor. Wahrscheinlich muss ich dann doch nur die Stilränge wechseln, wa? Ich bin jetzt mal auf Trickster. Wird ja oben eingeblendet von T. Das ist Swordmaster, Gunslinger und Royal Guard. I'm not a fan of ruins. Like my city's lively. Ja, ich weiß, Dante, Ruinen, wer mag die schon? Also, ja, wahrscheinlich nur irgendwelche Archäologen, aber trotzdem, wir müssen uns ja hier gründlich umschauen. Oh, was haben wir denn da? Jawohl, diesmal habe ich ihn komplett zerstört. Das geht wirklich nach Zeit. Man muss sich da auch echt beeilen. Ja, da oben scheint es auf jeden Fall nichts mehr zu geben. Mal ganz schick den Globus zerschlagen. Ach, du willst unbedingt darauf hauen? Naja, gut, dann mach das. Eigentlich wollte ich das rote Ding da unten noch zerschlagen. Oh, jetzt verschiebt sich der Turm. Wir müssen uns wahrscheinlich Etage für Etage nach oben oder nach unten kämpfen. Von da kam ich ja. Aber ich muss jetzt auch wieder verstärkt Ausschau halten nach Nebenmissionen. Quatsch, nach Geheimmissionen meine ich. Weil mit Dante haben wir ja, wie gesagt, noch gar keiner. Jawohl. Die hätte ich mal ganz geschickt zerstochen. Aber wo kommen wir jetzt weiter? Wahrscheinlich wieder ein Stück zurück. Genau, die Etage hat sich ja verschoben. Und dann sollten wir jetzt hier nach oben kommen. Oh, eine Geheimmission. Wo haben wir das Symbol? Na, 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 wo ist es? Da ist es. Starten wir mal die Geheimmission. Bleib auf Stilrang S oder höher. Oh mein Gott, na, das klingt ja nach Spaß. Oh mein Gott. Ich darf mir natürlich jetzt hier auch gar keine fangen. Ich weiß nicht, muss ich alle Gegner fertig machen und auf dem S-Rang bleiben, war? Ich glaube schon. Nein, ich habe versagt. Scheiße. Aber einmal möchte ich es auf jeden Fall noch probieren. Ich muss so schnell wie möglich auf jeden Fall die Gegner fertig machen und natürlich dabei auch einen geilen Stilrang beibehalten. Scheiße, ich habe meine Umgebung nicht mehr im Blick. Ich weiß nicht, was hinter mir passiert. Oh, verdammt. Okay, einer ist nur noch am Start.
Wenn ich dem ordentlich Packung gebe, dann könnte das was werden. Aber was weiß ich schon? Oh mein Gott. Okay, Teufelsmodus rein. Zack. Okay, ich hab's geschafft, sogar auf Triple S. Geile Scheiße, ich muss die gar nicht fertig machen. Na, ist ja toll. Auch wenn ich nicht unbedingt die blauen Fragmente brauche, ich würde ganz gerne die Missionen abschließen. Zudem seht ihr dann auch, wie man das schaffen kann, oder dass man es auf jeden Fall so oder so hinbekommt. So, dann geht es weiter. Von wo kamen wir denn? Wir kamen von da. Aber gut. Jetzt geht's ja hier nicht weiter. Mal schauen. Ach so, ich muss nach da unten. Echt, ja? Tatsache. Ja gut, dass wir immer L3 reindrücken können. Dann wird uns natürlich auch immer der Weg angezeigt. Oh nein, jetzt bin ich hier runtergeflogen. Und wieder verschiebt sich das Gebäude. Das wird natürlich da der Weg sein, glaube ich. Ja, genau so ist es auch. Auch hier würden wir wieder ein weiteres blaues Fragment finden, was wir ja natürlich nicht unbedingt brauchen, da ich ja schon die volle Lebensenergie habe. Gut, sie wird jetzt nochmal gesteigert. Wir hätten jetzt somit wieder eine weitere blaue Kugel zusammenbekommen. Oh nein, nicht wieder die Viecher mit dem Erbrochenen. Wundert euch nicht, warum ich das mit dem Erbrochenen sage. Also in Devil May Cry 3, ich glaube, es war der dritte Teil, da war es dann immer so, dass die Viecher, wie gesagt, so ein Erbrochenes hinterlassen haben. So eine Art Säure. Und das hat natürlich auch extrem Schaden ausgeteilt. Aber machen die das hier so? Ich weiß es gar nicht. Nein, verdammte Scheiße, wer hat mich jetzt getroffen? Na komm, das eine Vieh muss ich noch down kriegen. Aber es ist natürlich geil, was Dante hier so abzieht, ja? Wenn man dann halt ordentlich mal was hinbekommt, dann läuft es auch. Jawohl, das lief doch mal echt ganz gut. 4160 Punkte. Aber vorher schaue ich mich hier nochmal um, denn ich möchte ungern etwas verpassen. Zudem auf jeden Fall keine roten Kugeln. Aber war das jetzt gut, dass ich das gemacht habe? Jetzt verschiebt sich das ja wieder. Komme ich jetzt in den anderen Raum rein oder nicht? Oder war da gar kein anderer Raum und ich habe das nur irgendwie so gesehen und gedacht, da geht es weiter? Naja gut, wir müssen uns mal umschauen. Verdammt, jetzt hat sich das hier verschoben. Nein! Ah, verdammte Axt. Ich hätte dann doch noch da reingekonnt, glaube ich. Wo können wir denn jetzt lang? Weiter wieder nach oben, okay. Aber es hätte sein können, dass wir da vielleicht noch einen anderen Weg gehabt hätten. Ich bin mir natürlich nicht sicher, aber es sah auf jeden Fall danach aus. Was haben wir denn da oben? Ein weiteres goldenes Wiederbelebungskügelchen. Ach so, das ist ja hier der Anfang. Naja gut, aber dadurch, dass sich jetzt hier alles verschiebt, wäre es ja möglich, wenn wir ein Stück zurückgehen, dass wir dadurch dann natürlich auch noch neue Bereiche finden und unter anderem auch neue Gegner. Oh nein, nicht er schon wieder. Oh, verdammt. Jetzt bin ich gerade von der Höllengarde getroffen. Die simpelsten Gegner machen echt den meisten Schaden bei mir.
Habe ich gekontert. Na komm schon, ich will den S-Wagen haben. Genau. Na geht doch. War's da schon? Die Musik hört auf, das muss es gewesen sein. Oh, ein Ärmchen. Na, jetzt geht doch wieder was ab, oder? Wächter der Schwachen, Hell, Judera. Das ist ja toll. Ich finde es ja immer echt geil, wie sich die Gegner immer vorstellen. Das hat echt was in diesem Teil. Ja, crazy shit, wie immer. Na, warte mal, jeder wird hier bedient, du kommst auch noch ran. Erstmal möchte ich hier deine Jungs fertig machen. Kann ich ihm überhaupt schon Schaden zufügen? Ich weiß es gar nicht. Tatsache, es geht. Nein, jetzt ist er wieder weg. Okay, ich habe ihn, glaube ich, in seiner Aktion gerade unterbrochen. Er haut immer ab. Verdammte Axt, ne, bleib doch mal hier. Dann machen wir das halt so. Im Teufelsmodus. Wenn du das so möchtest, kannst du das gerne haben. Aber bleib auch mal hier, damit du auch mal ein bisschen Packung kriegen kannst. Verdammte Scheiße, der Dämon haut immer wieder ab. Mein schöner Stilrang, ey, das kann doch nicht sein. So nicht mehr besser. Leider nur mit einem B abgeschlossen, scheiße. Aber er ist auch immer wieder abgehauen. Ich konnte nicht so wirklich dran bleiben. So, mal schauen. Von wo sind wir denn gekommen? Wir sind von da gekommen. Wir sind hier hoch. Haben wir hier vorne noch eventuell irgendwas Tolles? Nein, haben wir nicht. Dann geht's hier vorne weiter. Ab in die Einbahnstraße. Also. Zero. Auch immer geil. Ja, es gibt wirklich nur diesen einen Weg und zwar immer weiter nach oben. Well, that's gonna collapse. What a headache. Oh nein. Oh nein, ich gehe schon wieder. Tja, da bist du dein Schild los, wa? Dich hätte ich mal ganz gekonnt zerstochen. Oh nein, nicht das Vieh. Na, der war doch mal geil. Komm mal runter, kriegst du mal mit der Handschuhe. Oh, scheiße. Ich hab mir schon fast gedacht, dass er jetzt irgendwas von da oben reißen wird. Oh nein, weg, 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 weg. Na, war es das? Oh nein, nicht er schon wieder. Dieser Angelo-Typ da. Scheiße, verdammt, ich sehe gar nichts.
Na, dann machen wir es halt so. Oh. Ah ne, ich wurde ja gar nicht getroffen, oder doch? Klar, irgendwas hat mich ja gerade getroffen. Da habe ich dich ganz gekonnt unterbrochen und du hast mir dafür einen zurückgegeben. Alles klar. Steht also 1-1. Na, ein paar Pieker oder was? Du hässlicher Scheißtyp. So, der schon mal Geschichte. Boah, jetzt sind zwei davon am Start, ich weiß es nicht. Ja, wir machen hier ein bisschen Sword Dance. Ich würde ganz gerne das Bad haben. Oh, schnell weg hier. Jawohl, wenigstens mit S beendet. Ich habe schon gedacht, ich werde jetzt gerade wieder getroffen. Da oben hätten wir ein weiteres Fragment einer violetten Kugel und damit würden wir wahrscheinlich, glaube ich, auch ein weiteres kleines Bruchstück der Teufelsanzeige füllen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Doch, wir bekommen es ja. Denn wir sammeln ja mit all drei Charakteren, wie gesagt, blaue Kugeln und diese violetten Kugeln. Das ist toll. Dadurch ist jetzt die Anzeige auch wieder komplett aufgeladen. Und wo geht es jetzt weiter? Oh. Ja gut, da kam ich her. Ich muss, glaube ich, auch hier jetzt lang. Ja, genau. Hier bin ich auf jeden Fall richtig und ich habe wieder die falsche Waffe drin gehabt. Naja gut, wir haben schon wieder 35 rote Kugeln. Davon kann man sich schon mal wieder ein paar neue schöne Fertigkeiten für Dante holen. Oh nein, was haben wir da oben? Wie komme ich da ran? Scheiße, verdammt. Ich muss da oben irgendwie rein. Ich weiß nur noch nicht wie, aber ich muss da rein. Man kommt auch nur wirklich von der Seite aus hier ran. Aber wie soll denn das gehen? Mit einem Wandsprung geht's schon mal nicht. Man kann doch keinen Doppelsprung machen und dann einen Wandsprung. Nee, das geht nicht. Nach dem Doppelsprung, dann bringt er halt nicht mehr ab. Verdammt, wie komme ich da ran? Oder das Gebäude bewegt sich nochmal, das kann auch sein. Oh, was war das? Wir gehen mal wieder aufs Bad. Das geht auf jeden Fall schneller. Da oben hätten wir nochmal eine Göttinnenstatue, aber wo zum Teufel ist jetzt das Ding, womit ich diese Arme zerstören kann? Oder komme ich da doch noch nicht ran? Ich muss doch da irgendwie rankommen. Nee, ich glaube, da bin ich jetzt schon wieder dran vorbeigelaufen. Scheiße. Oh, they're just gonna let me through. Boy, wouldn't that be the day. Hm, naja gut. Ich glaube, ich komme da hinten jetzt nicht so ohne weiteres ran. Ich will mir da jetzt auch keinen Wolf suchen. Gehen wir erstmal weiter. Aber da hinten war auf jeden Fall nochmal was. Is it Halloween already? Sparta. That costume looks a little big. I thought you had better taste than that. How about I take it in a little? Sparta!
Der ist ja ziemlich sauer auf uns. Knisternder schwarzer Ritter ist das. Ich hatte erst gedacht, das ist der Kavallerist der Unendlichkeit, aber nein, so ist es nicht. Eine Nummer zu groß. Oh, wir hätten eine Trophäe bekommen. Warum auch immer. Oh, warte mal, mein Bester. Für dich hau ich mal ganz schnell hier die Teufelsfähigkeit rein. Oh, scheiße. Oh ja, gut, ich brauche ein bisschen Teufelsfähigkeit wieder oder Kraft dafür. Ah, jetzt macht er eine Action, ich bleib mal lieber im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, kann ich den komplett kontern, wenn er so angreift? Ich bin mir nicht sicher, aber es sah auf jeden Fall ein bisschen danach aus. Okay, er hat eine Dreier-Angriffskombi, das muss ich mir merken. Geile Scheiße, den kann ich ja doch kontern. Wenn ich das im richtigen Augenblick mache, ja? Seht ihr, ja? Das ist natürlich geile Scheiße. Immer draufhauen. Gib ihm saures Dante, komm schon. Wo ist er nun hin? Oh nein. Schnell wieder raus aus der Teufelsform. Kann ich den unterbrechen oder nicht? Ich schieße einfach ein paar Mal drauf. Oh, nein. Oh, der hat mal richtig reingeknistert, der Treffer von ihm. Aber dafür habe ich jetzt auch nicht einen auf den Sack gegeben, mein Bester, wa? Du wolltest mir auch noch eine geben? Kannst du gerne machen, aber das konter ich mal. Jetzt macht er wieder seine Session. Er glitzert wieder wie an Silvester. Falsche Waffen. Das wollte ich nehmen. Ja, gute kleine China-Böller. Komm mal her. Voll. Schön gekontert, Dante. Passt rein. Der war geil. Ihr seht ja, ihr müsst ihm wirklich immer Saures geben. Dann haut das richtig rein. Meine Fresse, Triple S, geile Scheiße. Habe ich ihm ordentlich Schaden gemacht oder was? Jawoll. Looks like I took in a little too much. You okay? I've been better. Dante, that demon is... Don't even think about it. Just rest. Dante! Take care of Trish for me. Dante, wait! Dante's left. Yes. And I don't think he can win. What was that demon, V? Where did it come from? Urizen is not a demon. I know that for a fact because I'm from the underworld. My god. What are you then?
It doesn't matter. I'm a shadow of my former self who lost everything. I will tell you the story of my birth. Aber das wird viel natürlich in einer anderen Folge machen. Wir hätten diese Mission abgeschlossen, lief echt ganz geschmeidig, wie ich finde. Wir hätten sogar Rang A hinbekommen. Ordentlich Kugeln hätten wir gesammelt. Der letzte Boss, der war echt geil gemacht, fand ich. Und der lief auch locker flockig von der Hand. Ich bin mal gespannt, was den guten Wii für eine geheimnisvolle Geschichte umgibt. Und ich denke mal, ihr auch. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet auch zur nächsten Folge ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Let's play Devil May Cry.